Hallo, willkommen, willkommen bei Ein Kurs in Wundern, dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern. Und wir haben ja gerade erfolgreich die Lektionen 181 bis 200 gemacht und werden nun für die nächsten 20 Tage jeden Tag eine Lektion wiederholen. Und das ist ganz bewusst so gewählt. Jesus hat das so uns auch schon vorgegeben, dass wir hier in dieser Wiederholungslektion, dieser sechsten Wiederholung, hier den Leitgedanken, ich bin kein Körper, ich bin nicht ein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, hier mit jeder Idee des Tages so verbinden, dass wir die volle Erlösung damit erfahren. Und ja, wir sind jetzt am Ende dieses ersten Teiles angelangt, nicht wahr? Und wir vervollkommnen ihn mit diesen Wiederholungen. Und wie du ja weißt, der erste Teil, es handelt sich um den Aufhebungsprozess, über die Art und Weise, wie du jetzt siehst oder bislang gesehen hast. Und wir treten dann ein, ab Lektion 221, in den zweiten Teil des Übungsbuches, der, auf Englisch wurde es gesagt, Restoration of Sight, also die Wiederherstellung der Schau Christi. Oder es wurde übersetzt als die Aneignung der wahren Wahrnehmung. Und wie immer du das sehen willst, es ist mehr durch das Gebet und Meditation, diesen Kontakt mit Gott zu finden und das wirklich von selbst vertiefen zu lassen. Aber wir sind jetzt noch am Ende dieses ersten Teiles und wollen hier wirklich genießen und in der Tiefe wiederholen, was uns diese Lektionen 181 bis 200 angeboten haben. Und er sagt, du sollst dich wirklich tagsüber so oft du kannst daran erinnern, neben der Viertelstunde morgens und abends und der stündlichen Wiederholung, was diese Leitsätze sind. Ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, und das wirklich zu einer Erfahrung bringen. Er sagt da auch ganz klar darüber, dass jeder dieser Gedanken eben allein für die Erlösung reichen würde, würde er nur wahrhaftig gelernt, wahrhaftig angewandt werden. Und jeder wäre genug, dir und der Welt Befreiung aus jeder Form der Knechtschaft zu geben und die Erinnerung an Gott einzuladen, dass das wiederkehren kann und wiederkehren muss. Es ist ja wirklich nicht etwas, worin wir eine Wahl haben, sondern es ist nur etwas, was wir entscheiden können, jetzt erfahren zu wollen und erkennen zu wollen. Und natürlich ist der Heilige Geist hier involviert und gibt uns die Anweisungen, und jede von ihnen enthält den ganzen Lehrplan. Jede dieser Lektionen, die wir hier noch einmal 20 Tage wiederholen werden, beinhalten den gesamten Lehrplan, und er zählt es hier auf, und vielleicht kannst du dir das so gut wie möglich einprägen. Wenn er verstanden wird, geübt wird, angenommen wird und auf alle scheinbaren Geschehnisse tagsüber angewendet wird, der Gedanke selbst, ja, und einer genügt, so eine Lektion des Tages. Ich werde zwar hier in dieser Aufnahme die Lektionen noch anführen, auflisten, aber in deinem täglichen Üben wirst du nur immer eine Lektion pro Tag machen. Es ist in dem Sinn ein systematischer Ablauf, so wie die gesamten 365 Lektionen dieses einen Jahres Geistesschulung einem systematischen Ablauf unterliegt. Und er sagt auch, dass sie zu einem all diese Leitgedanken zu einem Gedanken verschmelzen, und jeder wird zum Ganzen. Ja. Nur damit du siehst, dass dieser Beitrag, den jede Idee, auch wenn sie unterschiedlich betitelt ist, zum Ganzen dasselbe beiträgt. So, das zentrale Thema, mit der wir die Lektion beginnen und auch den Morgen und Abend beginnen, ist, ich bin kein Körper, ich bin nicht ein Körper, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und zwischenzeitlich erinnern wir uns auch, dass wir eben eine Funktion haben, die die gesamte Welt transzendiert, nicht wahr? Es wird keine spezifische Übungsform mehr empfohlen, außer einem tiefreichen Aufgeben aller Dinge in unserem Geist, die
unseren Geist bislang verstopft haben und ihn taub für die Vernunft und die geistige Gesundheit und die simple Wahrheit gemacht haben. Okay? Wir wollen versuchen, über alle Worte und besonderen Übungsformen hinauszugehen. So mach allen Aufwand, damit du das nicht als ein Ritual ablaufen lässt. Und so gehen wir mit schnellerem Schritt und einem kürzeren Weg zu Gottes Gelassenheit und Frieden und wir schließen einfach unsere Augen und dann vergessen wir alles, was wir zu wissen und zu verstehen glaubten. Denn so wird uns Freiheit von allem zuteil, was wir nicht wussten und nicht verstanden haben. So, du kannst gleich erstmal für eine Sekunde hier einen Sekundengeschmack davon bekommen. Alles zu vergessen, alles loszulassen und einfach nur in ihm, in seinem Frieden, in seiner Liebe verschwinden, nicht wahr? Und es gibt nur eine Ausnahme von dieser fehlenden Strukturierung. Lass keinen nichtigen Gedanken unangefochten zu. So, hier ist klare Ausrichtung. Bemerkst du einen? Hast du einen nichtigen Gedanken? Hast du ein Urteil in deinem Geist? Siehst du, dass du eigentlich im Ego-Geist dich gerade befindest? Dann leugne seine Macht, sagt er. Leugne seine Macht, beeile dich, deinem Geist zu versichern, dass es nicht das ist, was du haben möchtest und was dein Geist haben möchte. Und lasse sodann den Gedanken, den du verweigert hast, sanft aufgegeben werden in sicherem und raschem Austausch gegen den Leitgedanken für den Tag. Und wenn du in Versuchung gerätst und etwas mehr brauchst, dann wende die Sätze an. Diesen Gedanken will ich nicht. Stattdessen wähle ich. Und dann kannst du vielleicht den Leitsatz der Tageslektion einsetzen oder was immer für einen Satz. Gott ist die Stärke, in die ich vertraue. Oder Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Und was immer dir in den Geist kommt, Wunder werden im Licht gesehen. Wiederhole darauf den Gedanken für den Tag, lass ihn den Platz dessen einnehmen, was du dachtest. So, es geht sehr wohl darum, auch hier die Tageslektion in den Vordergrund zu bringen. Und wir geben diese Zeiten der Stille dem Lehrer, dem einen Lehrer, dem Meister in unserem Geist, der in der Stille lehrt, vom Frieden spricht und unseren Gedanken jedwede Bedeutung verleiht, die sie auch immer haben mögen. Und die letzten Sätze dieser Anleitung sind: Ihm biete ich diese Wiederholung für dich an. Ich übergebe dich seiner Obhut und lasse ihn dich lehren, was du tun und sagen und denken sollst, jedes Mal, wenn du dich an ihn wendest. Er wird dir jedes Mal, wenn du ihn um Hilfe anrufst, zur Verfügung stehen. Wir wollen ihm die ganze Wiederholung anbieten, die wir nun beginnen. Und lass uns auch nicht vergessen, wem sie gegeben wurde, wenn wir jeden Tag nun üben und zu dem Ziel, das er uns vorbestimmt hat, fortschreiten, indem wir ihn uns lernen lassen, wie wir gehen sollen und ihm voll und ganz vertrauen, was die beste Art angeht, aus jeder Übungszeit eine Liebesgabe der Freiheit für die Welt zu machen. So, das ist unser Kontakt mit Christus, mit dem Heiligen Geist selbst. So, lass uns hier einsteigen und ich werde hier nur zum Anfang und zum Ende den Leitsatz geben, aber wie die Anweisung ist, du machst es jeden Tag und vor jedem und nach und am Ende der Lektion. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Oder du sagst, ich bin nicht ein Körper, wie immer es für dich am besten fließt, nicht wahr? Am ersten Tag wiederholen wir die Lektion 181. Ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Es gibt niemanden, der nicht mein Bruder ist. Ich bin damit gesegnet, dass ich mit dem Universum eins bin und mit Gott, meinem Vater, dem einen Schöpfer des Ganzen, das mein Selbst ist, für immer eins mit mir. Ich werde es nur hier am Ende einmal sagen, ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Am zweiten Tag wiederholen wir Lektion 182. Ich will einen Augenblick lang still sein und nach Hause gehen. Warum sollte ich beschließen, noch einen Augenblick länger dort zu verweilen, wohin ich nicht gehöre, wenn Gott selbst mir seine Stimme gab, mich heimzurufen?
Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Am dritten Tag wiederholen wir die Lektion 183. Ich rufe Gottes Namen und meinen eigenen an. Ich rufe Gottes Namen und meinen eigenen an. Der Name Gottes ist meine Befreiung von jedem Gedanken des Bösen und der Sünde, weil er mein eigener ist, wie auch der seine. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Am vierten Tag wiederholen wir Lektion 184. Der Name Gottes ist mein Erbe. Der Name Gottes ist mein Erbe. Der Name Gottes erinnert mich daran, dass ich sein Sohn bin und nicht Sklave der Zeit, an die Gesetze nicht gebunden, die in der Welt von kranken Illusionen herrschen, frei in Gott, auf immer und auf ewig, eins in ihm. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und am fünften Tag wiederholen wir die Lektion 185. Ich will den Frieden Gottes. Ich will den Frieden Gottes. Der Frieden Gottes ist alles, was ich will. Der Frieden Gottes ist mein eines Ziel, das, worauf mein ganzes Leben abzielt, hier, das Ende, das ich suche, mein Sinn und Zweck, meine Funktion und mein Leben, solange ich dort weile, wo ich nicht zu Hause bin. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Am sechsten Tag wiederholen wir Lektion 186. Die Erlösung der Welt hängt von mir ab. Die Erlösung der Welt hängt von mir ab. Mir sind die Gaben Gottes anvertraut, weil ich sein Sohn bin. Ich möchte seine Gaben dort geben, wo er sie haben möchte. Ich möchte seine Gaben dort geben, wo ich sie haben möchte. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Am siebten Tag wiederholen wir Lektion 187. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Der Segen Gottes leuchtet auf mich aus dem Inneren meines Herzens, wo er wohnt, wo er weilt. Ich brauche mich nur an ihn zu wenden. Und jeder Kummer schmilzt dahin, während ich seine grenzenlose Liebe zu mir akzeptiere. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Am achten Tag wiederholen wir Lektion 188. Der Frieden Gottes leuchtet jetzt in mir. Der Frieden Gottes leuchtet jetzt in mir. Ich will still sein und die Erde mit mir still sein lassen. Und in dieser Stille werden wir den Frieden Gottes finden. Er ist in meinem Herzen, das Zeugnis ablegt für Gott selbst. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Am neunten Tag wiederholen wir Lektion 189. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Ich fühle Gottes Liebe jetzt in mir. Die Liebe Gottes ist es, die mich erschaffen hat. Die Liebe Gottes ist alles, was ich bin. Die Liebe Gottes erklärt mich zu seinem Sohn. Die Liebe Gottes in mir macht mich frei. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin ja nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und am zehnten Tag wiederholen wir die Lektion 190. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen. Ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerzen. Schmerz ist meine eigene Idee. Er ist nicht ein Gedanke Gottes, sondern einer, den ich getrennt von ihm und seinem Willen dachte. Sein Wille ist Freude und nur Freude für seinen geliebten Sohn. Und diese wähle ich anstelle dessen, was ich machte. Ich bin kein Körper, ich bin nicht ein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Dort im zweiten Teil, die nächsten 10 Lektionen, Lektion 191 bis 200, wird in der nächsten Video-Episode vorfindbar sein. Danke dir, ich liebe dich aus ganzem Herzen, hab einen wunderbaren Tag, Abend, wo immer du bist, in diesem Kontakt mit Gott, der in dir jetzt eröffnet ist. Thank you.